Dieses Jahr wird Weihnachten noch schöner, denn ab nächsten Donnerstag, ab dem 25.12. läuft der neue Film von Bully im Kino. Und er ist heute hier mit seinem Hauptdarsteller. Bitte begrüßen Sie Alexander Fehling und Bully! Wie geht's? Gut. So, schön, dass ihr wieder da seid. Vor allem du warst wieder, auch schon mal hier. Ich war auch schon mal hier. Ja, damals hast du mitgespielt noch Inglourious Basterds. Ja, es war aber für einen Film, der hieß Goethe. Damit genau, war genau. Mit Moritz Bleibtreu. Genau. Mit Schweigger. So, nein, mit Moritz Bleibtreu. Mit Moritz Bleibtreu ist das Gleiche. Ist das Gleiche, oder? Inzwischen. Ich werfe diese ganzen jungen Schauspieler, die werfe ich alle immer durcheinander. Wird sich Moritz freuen, würde ich sagen. Stimmt. Er ist ja Altschauspieler. Ah, ich bin kein Cineast, deswegen schmeiße ich alles gar nichts. Das habe ich auch gehört. Ja. Wisst ihr eigentlich noch, wer, wann, wo, in welchem Film gespielt hat? Ich meine, so viele Filme, wie ihr guckt, gerade du, Bully, oder? Du schmeißt da bestimmt auch alles Ich schmeiße alles durcheinander. Ja, ja. Ich habe deine Filme auch alle gesehen. Hast du alle gesehen? Ja. Echt? Ja. Boah, mein lieber Mann. Ja. Und welcher hat dir am besten gefallen? Der erste. Na, wie viel ist das jetzt von dir, Bully? Wie viel der Film ist der, ja, notier mal, das ist der sechste. Der sechste Film, schau mal hin, der sechste Film. Erster, sechster Film? Ja, den ich selber gemacht habe. Das ist alles, was du in deinem Leben... Ja, das hast du jetzt in 45 Jahren gemacht, ne? Ja, das war die nächste Frage. 45 Jahre alt, hast du erst sechs Filme gemacht? Was das sechs Filme, genau. Nein, selber gemacht, gespielt in ein paar anderen noch, aber okay. Nicht so wichtig. Du bist die Hauptrolle in diesem Film. Ja. Das heißt, Bully spielt nur irgend so eine Nebenrolle. Ja, richtig. Ich spiele einen jungen Mann, der scheinbar alles hat, was man sich wünschen kann und eines Abends nach Hause kommt. Und da ist ein Typ in seinem Schrank, den nur er sehen und hören kann. Gespielt von Bully. Du bist der Angel oder was? Ja, das weiß er vorher nicht. Er denkt, er ist geisteskrank, er ist verrückt. Also, okay. Und zuerst. Ja. Dann geht's los. Er ist immer neben dir oder was? Aber die anderen Leute. Ich spiele den Schutzengel, das hast du jetzt vergessen zu sagen. Ne? Also ich gesagt? Hast du gesagt? Du musst auch mal zuhören. Ja, stimmt. Das ist bei dir wahnsinnig schwierig. Ja. Ich spiele diesen Schutzengel und nur Eddie, gespielt von Alex, kann ihn sehen. Und deswegen halten ihn alle für verrückt. Okay. Und dieser Schutzengel, den ich spiele, der hat es noch nicht so oft gemacht. Ist ein Amateur, ein Anfänger. Okay. Und bewirkt im Grunde genau das Gegenteil von dem, was ein Schutzengel eigentlich so tun soll. Was ist es denn? Ist es Romantic Comedy oder wo geht's hin? Oder was ist es? Ein Drama? Kann man in Ruhe haben, bitte? Was? Romantic Comedy? Ich sag, das frage ich jeden, weil Romantic Comedy ist einfach das Erfolgsrezept. Das ist das Einzige, was er sich merken kann. Ja, nee, es ist auch das einzige Genre, was ich kenne im Film. Ich kenne nur Romantic Comedy und Ballerfilme. Ja, es ist beides. Also es ist... man würde es wahrscheinlich... Also wahrscheinlich würde man es als... romantische Komödie bezeichnen. Ah, aber, doch, siehst du? Ja, aber es ist auch Action drin, Leute. Ja, und auch Action. Und jetzt musst du aber noch den Satz sagen, ich habe alles dann selber gedreht. Das stimmt auch. Du? Ich? Nein, ich hatte keinen. Okay, du hast aber Alex hat sie gemacht. Du hast dann, was für Stunts waren das? Ach, Fahrstuhl fahren. Fahrrad fahren. Okay. Nein, das klingt jetzt unspektakulär. Unspektakulär. Er saß auf dem Fahrrad. Ein Quatsch, er saß auf dem Aufzug. In dem Fahrrad, auf dem Fahrrad. Ihr wisst ja selber nicht mehr Bescheid. Ja, es ist so. Es ist eine andere. Also es gibt, aber man muss dazu sagen, es ist natürlich eine Komödie, aber es gibt auch ein bisschen was fürs Herz. Ja, es ist eine Komödie, aber es gibt auch ein bisschen was zu lachen. So, wir schauen gerade mal rein. Hier ist ein kleiner Ausschnitt. So, das hier ist noch eine CD, die ist zu dem Film, dem Soundtrack. Buddy heißt sie. Da sind die ganzen paar Klassiker der Disco-Ära sind da drauf. Und aber auch interessanterweise Karel Gott und Howard Carpendale. Mhm. Wie kam es dazu? Also das Tolle ist, also die Fanta 4 haben den Titelsong gemacht, das fand ich super. Die haben ja noch nie einen Titelsong für einen Film gemacht. Ja. Das fand ich mal Illuminati heißt der. Okay. Song. Hast du dir ausgedacht? Oder? Nein. Okay. Ursprünglich hieß es Limonadenboss, weil Eddie sozusagen Geschäftsführer einer Limonadenfabrik ist. Okay. Einer großen. Eine Limonadenfabrik.
Paris? Ist es doch eine Limousine? Ja. Eine Firma, die diese Dinger vertickt. Ja. Er erklärt mir gerade den Film. Das habe ich immer anders gespielt. Und dann gab's du hast die Rolle gar nicht begriffen. Wir sehen uns hier zum ersten Mal. Ja, du hast die Rolle gar nicht begriffen. Und die Songs, die der Schutzengel performt im Film, weil das ist sozusagen seine Waffe, er setzt ihn unter Druck mit Musik. Das heißt, du singst, du also ich mache sowas, es ist eher Playback. Ja. Also das Close to You da drauf, das ist ja im Original von den Carpenters und das ist ja eine weibliche Sängerin, also eine weibliche Stimme von der Sängerin. Ja. Also, oder beides. Und ich suchte jemanden, der es singen kann und dann habe ich Howard angerufen, Howard Carpenter. Okay. Und wir kannten uns nicht. Und du kennst ihn persönlich, glaube ich. Ja, ich freue mich riesig, dass du ihn noch kennengelernt hast. Nein, aber das Tolle ist, er ist wirklich witzig und charmant. Und ich dachte, ich muss ihm jetzt erstmal erklären, um was es in dem Film geht. Und er sagt aber plötzlich am Telefon, wann Brussels und wer bezahlt? Und was hat's gekostet? Nichts. Ein Kinoticket. Okay, okay. So, jetzt stelle ich dir eine Frage, die bestimmt noch nie zu dem Film gestellt wurde. Wie lang ist der Film? Das ist aber wirklich das eine ist gute Frage. Das ist eine gute Frage, ja, ne? Ja. Das fragt nie einer. Ich frage mich immer zu Hause, wenn ich zu Hause bin, sag mal, wenn ich ins Kino gehe, muss ich das wissen, wann ich da wieder rauskomme. Ja. Wie, also mit oder ohne Credit, also mit oder ohne Abspann? Wenn, dann gehe ich immer, sobald der Film zu Ende ist. Ich will nicht noch sehen, welche Pfeife die Musik gemacht hat. Okay, dann dauert der Film ungefähr 7 Minuten. Nein, er hat eine entspannte Länge, also man kann ihn durchaus am Stück zweimal gucken. Ja. Am 25. Dezember. Geht's los. Kinotickets unterm Weihnachtsbaum. Du hast ja auch eine Serie hier bei ProSieben gehabt, Bully macht Buddy, was sozusagen die Entstehungsgeschichte... Die läuft noch, schau mal hier da hinten. Ja, läuft noch. Läuft noch, ne? Natürlich, nächsten Montag wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Ja. Nächsten Montag, ja. Die letzte. Bully macht Buddy. Das ist dann die letzte Folge. Genau, und das ist sozusagen eine Sitcom, in der du dich spielst, wie du den Film sozusagen zur Entstehung bringst. Genau, ich versuche sozusagen den Film zu machen, ne? Und das war eine schöne Gelegenheit, einfach mein Sitcom auszuprobieren, also vor Publikum. Ja. Also wir haben tatsächlich, also da saßen 200 Leute wie hier. Man sieht sie nur nicht, man hört sie nur. Ja. Und das glaubt uns jetzt keiner. Wirklich? Ja, die Leute glauben, es sei ohne Publikum gedreht. Und ja, sei nachher und wir hätten dann sozusagen belacht. Und, aber es war also wirklich ein großes Studio mit allen Sets. Ja, ja, ja. Das muss ich so vorstellen, da sind alle 3 Sets aufgebaut. Und dann sieht man die Kameras rumstehen und wir spielen das wie im Theater eigentlich. Und Publikum saß da und wurde vorher abgefüllt. Ja. Mit Wasser, mit stillem Wasser. Ja. Nee, wir haben hier ja kein Publikum, aber wir belachen die Sendung nachträglich. Ja. Das Publikum, was wir mal einblenden, haben wir einmal aufgezeichnet. Das ist immer das gleiche Publikum. Das ist schon vorher. Machen wir jedes Jahr einmal neu, damit es modestilistisch nicht ganz so old-fashioned aussieht. Aber eigentlich sind keine Leute hier. Die Leute zu Hause glauben immer, oh, guck mal, da kann man ins Studio gehen, kann sich das mal live angucken. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Deswegen kann ich auch immer so schlecht auf das Publikum reagieren. Ich merke gar nicht, wenn die lachen zum Beispiel. Ich mache immer so Kunstpausen, weil ich manchmal hoffe, dass die da lachen. Und wenn die da nicht lachen, machen wir den Lacher einfach rein nachher. Das wäre gerade eine gute Stelle gewesen, zum Beispiel. Oder hier. So funktioniert der Fernsehen halt, ne? Ja. ja, ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit diesem Film. Am 25. Dezember geht's los im Kino mit Buddy. Vielen Dank, dass ihr da wart und toi, toi, toi. Danke für die Bulli und Alexander Felix. Süß klingt der Glockenton. Weihnacht, das Fest der Liebe ist nun da. Und ein eisiger Wunsch hält sich ein. Möcht's auf Erden Frieden immer sein. Jawohl. Möcht's auf Erden Frieden immer sein. Immer sein.